Oh ja, Squid-Mechanic. Das wird am Wochenende auch schön, ne? Ja, am Wochenende Squid-Mechanic spielen. Du hast gesagt, wir wollen das 2 Stunden-System, nicht ich. Ich konnte nicht mal so schnell reagieren, da hast du schon eine Antwort geschrieben. Ich habe gar noch gar nichts geschrieben für diesen Samstag. Wir haben auch noch keine Vorbereitung. Denk mal, dass wir. Ja, wir spielen ja auch nicht nur Squid-Mechanik, ne? Wir können ja Samstag noch was, noch ganz viele andere tolle Spiele spielen. Aber wir sollten uns Vielleicht können wir drei auch mal. Stunden pro Spiel maximal und dann können wir. Ja. Vielleicht können wir dann ja auch noch mal H2O zeigen. Ja, mal gucken. Ob ich bis dahin. Ja, ich weiß nicht, ob ich bis dahin eine Antwort bekommen habe. Weiß ja nicht, ich habe ja schon gefragt, ne? Wir hatten ihn ja schon. Guck. Vielleicht bekommen wir eine Antwort. Da müssen wir noch Vielleicht aber auch nicht. Licht überall einbauen. Haarige Sache. Wo ist der Cockpit hingepflanzt? Oben. Oben. Relativ weit oben. Hier soll es natürlich später nicht hin. Ach. Ja, aber so kannst du schön rausgucken. Das können wir später dann noch umsetzen. Ja. Alter, Alter, was ist das für ein Ding? Wie weit soll ich noch rausscrollen? Was kann man gar nicht rausscrollen? Nein, das habe ich auch schon das Gefühl. Stromverbrauch ist 12%. Das ist aber wenig. Letztes Mal war mehr. Haben die da vielleicht was dran gedreht? Dass sie da was gedreht haben? Ja, bei 30% und das halten. Ja, das kann sein, dass sie da vielleicht was dran gedreht haben. Dass das Ding zu hoch war. Ja. Stabil. Die haben da definitiv was dran Oh. gemacht. Oh. Oh. Ey, wir sind doch gerade mal 2 Meter geflogen. Ja, da war die Wand. Hast du kein RCS eingebaut? Ach, du Ist doch kein Idiot. RC. Ich kann das Ding nicht drehen ohne RCS. Oh nein. Oh. Ich hab Du doch. hast doch gesagt, du Ich hatte kümmerst doch dich gesagt. drum. Ich hab gesagt, dass sie noch keine RCS Ja, eingebaut was soll ich hatte. jetzt machen? Ich. Hatte die ganze Zeit eigentlich darauf gewartet, dass du die mal in Produktion gibst. Alter, du Aber. sprichst doch mal ganze Sätze. Du redest nie mit mir. Du willst immer nur, dass ich was in Produktion gebe, aber nicht sagst, was. Ich hab gesagt RCS. Ich hab gesagt, Alter, du. Ich du hab doch hattest mich gesagt, ich gefragt. fliege jetzt los. Da hättest du mal sagen können, Alter, ich habe noch kein RCS eingebaut. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da, wo diese scheiß Radar-Dinger sind, kommen eigentlich Geschütze hin. Ich sehe nichts nach hinten. Da drauf ist hin. Auch nichts nach hinten. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Ja. Der Duft, der gemacht. Weiß. Ja, und es gibt ja das. Oh, wieso habe ich das jetzt wieder gemacht? Ja, ich habe dir doch gesagt, da müssen noch RCS rein. Ja, das war's. Das ist doch nicht, noch nicht hin. Auch das ist hin, das kriegst du jetzt nicht mehr. Es packt gleich irgendwo hin und dann ist es weg. Dann mach doch schnell RCS, los, mach wenigstens ein. RCS. Ist, das ist, wenn man den Maschinenraum nicht selber baut. Siehst du? Was? Ich denke immer, du machst dann wenigstens einen ganzen Maschinenraum, der komplett fertig ist. Und mir dann sagst, Alter, das Ding ist fertig, wir können fliegen. Ich hab. Sehe, bin ich wieder schuld. Ja, Ich ist hab, glaube gut. ich, Ist meine zweimal Schuld. Ist gesagt, dass ich. meine Schuld, dass ich dich nicht kontrolliert habe. Ja, Weil ich dir ich hab einfach doch. gedacht habe, du bist in der Lage, das Du selbst zu. hast doch gesagt, der RCS braucht mich. Ich hab gesagt, ja, da muss es welche in Produktion geben. Und ich glaube, das habe ich schon zweimal gesagt. Und dass jetzt keine mehr drin war, da hab ich total vergessen. Der kommt davon, wenn ich die ganze Zeit immer alleine spielen muss und du nicht levelst. Ja, es tut mir Kann nichts leid. dafür, dass man mittlerweile levelt. Soll ich denn da jetzt noch reinkommen? Klappt schon.
Eingang ist auf der anderen Seite. Ich komme da nicht rein. Ich muss ja auch noch ein Cockpit bauen und gucken, anpacken kann, ne. Prometheus im Arsch, ist bestimmt überall kaputt. Dann repariere ich dir die eigenhändig. Naja, ich habe das Ding ja noch einmal gespeichert. Weiß nicht wie. Ja, noch im Kreativ habe ich die ja geübt. Sollte ich von oben an einen hochfliegen? Dass du über den Fahrstuhl hoch reinkommst. Schaffe es. Schaffe es. Können wir das schaffen? Vorher Licht dran machen. Eh nix. Alter, langsam drehen, Mädels, sonst wird euch schwindelig. Geht's wieder richtig rum? Ja. Alter. Das Ding dreht nicht. In die Plattform. Frage ich mich nur gerade, warum dein hier gerade mitten in der Luft steht. Was? Deine Rums. Weil dich umgedreht hat. Hat die nicht richtig angedockt. In dem gedockten Schiff. Hä? Ich kann ihn ja auch nicht bewegen. Ja, weil ich mich bewege. Aber mir steht angedockt, nein. Ich kann ihn nicht bewegen. Passiert nichts. Du hast ausgemacht. Was hat die? Habe ich ausgemacht? Meteor ist aus. Nee. Ich bin gar nicht hier drinne. Alter, ich kriege das Ding jetzt nicht mehr im Griff. Die immer geradeaus weiter. Die Basis nicht. Versucht die doch einfach irgendwo erstmal zu landen. Aber jetzt kommt so langsam. Ja. So. Ja. Ja, so sieht gut aus. Sieht gut aus. Nach vorne gucken. Ich muss noch ein bisschen zurück, glaube ich. Klein Ticken zurück. Klein Ticken zurück. Weil noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Kleines Stückchen noch. Stopp.
Jetzt kannst du runter, jetzt kannst du runter. Ja. Wir sind schon echt dämlich, ich hab's jetzt schon mal gesagt. Ja, das weiß ich. Meine ich mal ja. Wir Aber vergessen das jetzt. Wichtigste. Ja, aber irgendwas stimmt mit deiner Rums immer noch nicht. Kann sein, dass die jetzt verpackt ist. Umgedreht. Ja, sonst würde die ja da nicht so rumstehen. Steht ja jetzt steht die hier wieder im Hangar drin. Irgendwas stimmt damit. Ist da jetzt mit der Rums nicht in Ordnung? Ah, du kannst das, ich nicht. Hä? Ich bin ja jetzt ganz schön merkwürdig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Merkwürdig. Okay. Füße bauen. Raumschiff und so schweben die Füße. Jetzt sollte ja eigentlich auch behoben worden sein. Eigentlich sollte das behoben worden sein, dass die Schiffe schweben. Immer das Schiff schwebt hier ja nicht, ne? Das ist ja. Das steht ja tief fest auf dem Boden. Ah ja, in Spieler gibt es manche mal extreme Spiele. Aber wenn Schau dir doch man. an. Schau mal, Who is your dad Simulator oder solche Geschichten. Ja, wer, wo ist your Daddy? Who's your daddy? Ich frage mich, wie die es auf Steam geschafft haben. Wer hat da einen Daumen für hoch gegeben? Das ist doch ehrlich. Wer kauft sich sowas? Frage ich mich. Wer kauft sich sowas? Ich wissen. Jetzt sag nicht, du kaufst sowas. Ey, ob du sowas wissen willst. Nein, ich will sowas nicht wissen. Nein, eigentlich will ich sowas nicht wissen. Überhaupt, eigentlich überhaupt nicht. Ach, besser. Gut, war dann besser nicht. Bitte. Oh, das hier ist ja schön beleuchtet da mit dem Fußboden da. Ist nicht der Fußball außen auch zu sehen? Ja, ist außen auszusehen, ich weiß, aber deswegen sag ich ja, sieht ja, leuchtet auch schön nach innen, das ist gut, das ist top. Geil, wenn man davon auch die Farben ändern kann. Die Entwickler können das. Wenn du diese Basis baust, jetzt in diesem Menü da haben, sind diese Lampen blau. Okay. Wenn das irgendwann noch zu kommen. Nein, ja. Wir müssen noch alles sehr viel. Fenster in den Gang. Ja. Auch muss Licht rein und all Licht sowas. rein, ja. Will also alles noch ein bisschen. Wollten heute wieder nicht so lang machen. Dann machen wir noch, ich weiß nicht, ob wir. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir da sonst nochmal. Wolltest du den Probeflug jetzt nochmal ordentlich machen? Weißt du, das geht jetzt. Weiß ja nicht, wie viele RCS du drin hast. Drei. Ja, das sollte ja normalerweise reichen. Ne, der ist fast leer. War nur noch eine Reihe drinne. Wie ganz rechts. Versuchen wir das Ding jetzt noch mal zu. Diesmal richtig. Drin. Kommen wir mal auf die helle Seite. Ja, sie dreht sich.
Aber ganz schön langsam, ne? Pro, also 6. Wir machen den Innenraum noch mal schön. Haben wir noch keine Etagen abgesteckt. Ne, das stimmt. Wenn Sonne fliegen will, dann müsst ihr in die andere. Hier geht's einfach so lange in die Richtung. Ja, das kannst du auch machen. Die Bums ist angedockt. Ja, Bums ist angedockt. Ich einfach Angedockt. mal die anderen Füße ums. Prometor. Liegt Ne? ganz langsam. Mit So, merkst du, Zypern. die fliegt mit maximaler Geschwindigkeit. Ja. Komplett unbewaffnet. Man sieht überhaupt im Raum ähnlich. Ah ja, guck mal. Ein Sonnenuntergang. Aufgang. Hey, Untergang. Guck mal von der anderen Seite. Ging jetzt den Sonnenaufgang entgegen. Aber wir fliegen auf jeden Fall nicht. So ganz ohne Fenster sieht die Fenster. Vielleicht vorne doch Allerdings. noch ein bisschen länger machen soll. Aber es geht auch so. Wollte ich gerade sagen, das ist voll in Erkennst Ordnung. das die. Ja, das stimmt. Alleine nur in der Luft zu halten braucht die 30% Strom. Das geht noch. Wollte ich gerade sagen, das war hab ich krass in Erinnerung. Da steht doch noch keine Geschütze drauf. Ja, Geschütze aber so beim ziehen. letzten. Bei dem letzten Schiff, was wir gebaut haben, überleg dir doch mal bei der Flunder, die wir da gebaut hatten. Was du da für einen Stromverbrauch hattest, wie viele Dinger wir da reinknallen mussten. Oder bei dem Kubus. Wie viele Dinger wir da reinknallen mussten, damit das überhaupt in die Luft ging und alles nachher, ne? Nee, schlimmer, der Hyperraumantrieb springt an und wir landen sonst wo. Geheimentwicklung Ja. der Hölle. Ja. Ja, genau, das machen wir. So wie die Event Horizon. Da wären wir verrückt. Ja. Ja, die Event Horizon müssen wir jetzt nehmen. Ja, dann mal zu. Ja, siehst du, dann mal zu. Ja, bleibt von mir kleben. Ja, ich brauch keine großen, protzigen Schiffe. Für mich muss funktionell sein. Ist, ne? Dann baue ich nächstes Mal ein Raumschiff mit einem viel größeren Hangar und du baust mir eine Flotte aus kleinen Kampfschiffen. Ja, da kriege ich auch hin. Das mache ich noch. Die Andromeda, oder? Nein, das Design ist doch nicht riskant, das ist doch alles schön, alles supi. Ne, André? Alles supi. Das Design. Was ist Sie mit dem sagen, Design? das ist zu riskant, das Design. Ach Quatsch, da sieht man doch, dass das die Prometheus ist und irgendein männliches. Besser als die Bilder, die ich gefunden habe, als ich nach Raumschiffen gesucht habe. So Hakenkreuz-Raumschiffe. War übel. Ja, wir müssen, glaube ich, diese Lampen viel mehr in diesem Raum. Sehen ganz gut aus. Ja. Mann. Bin ich wieder zurück. André, guck mal auf die Map. Da werden hier zwei Schiffe angezeigt, da. Bums und die Prometheus. Sieht schon komisch Ups. aus, aber okay. Weil der Kern noch weit vorne ist, das ist Ja, beim richtig. nächsten Serverstart. Zwischen nach links musst du. Ja, ich weiß. Der bestimmt erst beim nächsten Serverneustart wird der Kern dann richtig. Links, ich habe gerade nur unsere Basis gesehen. Ja, nach links. Zwischen nach links drehen.
Ja, und ist die MS Titan und. Aber noch mal einen Probeflug. Richtig, da haben wir einen Probeflug Ich weiß gemacht. jetzt natürlich nicht, ob ihr sehen wollt, wie wir die fertigstellen oder ob ich die offline fertig baue. Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt euch entscheiden, oder dann machen wir das nächste Mal im 12-Stunden-Stream. Dann 3 Stunden. Richtig. Halte ich nur alles vor. Ja, ich denke mal, sonst zeigen wir das dann live, ne? Oder? Meinst du? Das Raumschiff neu bauen. Ich habe jetzt für den Nachbau, ich habe sie ja einmal im Kreativmodus gebaut, damit ich ungefähr weiß wie. Für den Nachbau knapp 4 Stunden gebraucht. Vorher habe Okay. ich 3 Tage gebraucht. Nachbauen ist halt leichter, wenn man es mal gebaut hat. Ich Das. glaube, du musst noch ein bisschen weiter zurück, André. Du bist vorne ganz knapp. Ja. So ist besser. Deutlich leichter, ob wir ein neues Schiff bauen sollen. Weiß ich auch nicht. Lieber das fertige Schiff. Wäre jetzt unten einerlei. Also Chris sagt, wir können das auch offline machen. Aber wir spielen ja am Samstag dann sowieso wahrscheinlich dann auch nochmal Empyreon. Dann können wir doch im Livestream eine große Raumbasis bauen und Ding andocken können. Dann baue ich das Raumschiff im Offline fertig und bereite die Sachen für große Raumbasis vor. Ja, das können wir auch machen. Dann So bauen wir eine à la große Raumbasis Stargate, so eine einfach. große Dann können wir auch machen. Raumbasis, ne? Können wir sowas machen. Jo, dann können wir auch machen. Gut. Für die, die zuschauen und wie gesagt auch mal Imperium sehen wollen, wir spielen das Samstag. Die Richtig. gehen davon aus, dass wir diesmal einen Stream von 12 bis 24. Und zwar in der so früh. Falls es geht, ja, sage ich ja. Oder halt wieder von 15 bis 3. Wir können auch von 18 bis 6 machen. 18 bis 6. 18 bis 6, das ist auch eine gute Zeit. Ja, von mir aus können wir auch 18 bis 6 machen. Wir können auch von 18 bis 6 machen. Ja, da steht Machst du deine Frau das? zwar gerade auf. Ah, die Welt. Ist er? Was Lass sagt Chris? 15 bis 3 machen. 15 bis 3? 14 bis 2 oder so. Ja, können wir uns ja vorher nochmal Können überlegen. wir auch noch überlegen. Danke uns fürs Zusehen. Ansonsten habe ich in dem Pflanzen. Schiff noch gar keine. Ne, sind noch keine da. Ich habe nur die Hülle gebaut. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, dann baue ich es fertig und dann kommen auch Pflanzen rein und ich setze den Maschinenraum nochmal um. Weil das ist ja am stärksten Teil des Schiffes. Können wir den Raum nehmen, den wir nutzen für Pflanzen. Aber das mit dem Warp-Antrieb und so, das lasse ich. Den Warp-Antrieb und den Kern. Das ist das Einzige, was ich dann noch gut gemacht habe. Nein, der Dann Rest ist ja auch funktioniert gut, nur ich hätte halt die das. dickste Stelle genommen. Ja, Da ist auch ich mehr muss viel Platz und mehr da kann man alle Platz. so ein bisschen Abstand zueinander bauen, voll zu kriegen. Ja, gut. Ich muss das Raumschiff ja voll kriegen. Brauchen wir noch ein Mannschaftsdeck ein, auch wenn noch nichts funktioniert. Aber wie gesagt, wir bedanken uns fürs Zusehen. Morgen sind wir wahrscheinlich auch nochmal on. Ja, weiß ich noch nicht, was wir morgen spielen. Gucken wir mal, vielleicht nochmal eine Runde Scrap Mechanic oder so. Ja, Scrap Mechanic oder. Schauen wir nochmal. Überlegen wir uns spontan. Ob bis dahin auch ein neues Update oder. Im Wir spielen Zweifelsfalle schauen wir auf YouTube vorbei. Battlefield Ja. Hardline. Ja, im Zweifelsfalle schaut auf YouTube vorbei. Schaut uns ein paar Genau. Videos an. Im Zweifelsfalle könnt ihr da auch noch sagen, worauf ihr Bock habt, was ihr gerne sehen wollt. Oder bei Facebook oder wie auch immer. Ja, Da könnt ihr danke. jederzeit auch sagen, worauf ihr Bock habt, was ihr sagt, Mensch, ich habe jetzt heute mal wieder Bock, dass ihr mal, keine Ahnung, 7 Days spielt oder Killing Floor oder so, ne? Star Dann, Trek Online. oder Star Trek Online. Auch Also warte ungefähr. David immer, dass einer sagt, oh ja, kommt Jungs, spielt Star Trek Ja, Online. vielleicht spiel ich da nachher nochmal, aber ich wollte ja eigentlich, dass du mich mit dem anderen Trink dann auch noch in die Flotte einlädst, aber das kann ich mir Ja, alles noch wir vergessen. spielen noch mal weiter. Können wir morgen privat noch mal machen. Ja, das machen wir aber auch nur noch privat. Ich denke mal, zum Stream ist das Weil momentan wir auch nehmen es wirklich nichts. auf und laden es auf YouTube. Leute, Ja. sie gucken, wie wir versagen. So ungefähr. Schauen wir mal, ne?
Alles klar, Alles auf jeden klar. Fall. Bis dann. Bis dann. Hölle. Tschüss.